Yo, meine Freunde, was geht ab? Hier ist euer Dellmann mit einer neuen Reaction zu SAAD Saad Ragnarök, produziert bei Gold Diggers. Bruder, ich bin gehypt auf Saad wieder von dem blonden Libanesen was zu hören. Let's go! Bruder Gold Diggers macht also die letzten Songs, die letzten Bretter, Alter, das sind richtig kranke Beats. Ich sehe es jetzt schon, diese Atmosphäre. Das kann auch nur ein Saad hinkriegen. Ein Gold Diggers Film. Ah, die machen auch Musikvideos. Nice, Alter, nice. Nice. Es herrschte Dunkelheit um Baba Saad, doch es gab ein wichtigeres Leben fernab von jeder Kamera. Es ist 2022, heute werde ich mich äußern. Eine Frage habe ich, hast du mich? Bruder, zart, ne? Sage ich euch ganz ehrlich. Hört mir zu, was ich sage. Ich kann diesen Typen dauerhaft auf Dauerschleife geben, Bruder. Das ist für mich Deutschrap. Das, mit dem bin ich aufgewachsen, Bruder. Baba Saad. Seine Stimme hat irgendwas in meinem Kopf. Ich kann den dauerhaft zuhören. Vermisst Deutschland, der Vorhang geht auf. Dieses Rampenlicht ist ungewöhnlich. Alles war nur meine Schuld, seit wann ist Mazda höflich? Es geht um Kopf und Kragen mit ihren gefloppten Zahlen. Sie verkaufen ihre Nase. Ja, Mann, Bruder, ja. Ich liebe seinen Flow. Ich liebe seinen Flow. Gechillt, aber asozial in die Fresse, Alter. Ich sag euch ganz ehrlich, seine Dinge habe ich bis jetzt, seine alten Klassiker-Alben, ich höre die bis jetzt. Weil sie keinen Content haben, alles selber aufgebaut. Beim Schuften war noch keiner da, doch 2017 wurde klar, stand alleine da. Gar nichts außer Risikobereitschaft, der Mond färbt sich rot in der Nacht. Hör zu, was der Saad zu sagen hat, Alter. Der blonde Libanese, sag mir. Nein, auf jeden Fall nice. Ich weiß nicht, wie ihr so zu Saad steht, aber ich bin eigentlich ein Fanboy, ja? Muss man ehrlich sagen. Der Libanese scheitert, sie machen einen Fahrt, doch am Ende gehen sie kaputt. Meine Legacy zerreißt ihre Legacy in der Luft. Und wenn sie wollen, wollen die meisten mit dem Teufel einen Pakt schließen. Ich denke an die. Guck mal. Saad hat mit 19, glaube ich, mit 19 CCN2 mit Bushido gemacht. Mit 19 hat er Deutschrap auseinandergenommen. Mit 19. Also wirklich schon damals. Way, wir reden hier way back. Regentropfen, die mich abends wach hielten, lauern die Hyänen, suchen Ärger auf einer üblen Art. Politik am Telefon von Leuten, die mal Brüder waren. Von den Kleinigkeiten gibt es tausende Geschichten. Mein Boah, ich möchte am liebsten gar nicht pausieren, Bruder. Das ist wieder so ein Song. Ich gehe später trainieren und so, kennt ihr vor Suhoor. Und das ist ein Lied, das werde ich mir geben, um ein bisschen Kraft zu tanken und ein bisschen zu drücken. Eines Abends wurde mein Zuhause angegriffen, denn die Geister in meinem Kreis wurden Dämonen ohne Gnade. Ich dachte damals, nimm die Jungs und hol sie von der Straße. Die Kripo kam zu mir und sagte, zink diese Jungs. Ja, Mann, diese Stelle war nice. Also, wenn das wirklich sein Datum, wo der geboren ist, niemals ist der 1995 geboren. Also müsste der 27 Jahre alt sein. Der sieht aus wie Mitte 40. Hoha, der Indianerstamm. Doch alte Freunde zu verraten ist nicht von uns. Und auf einmal kam die Steuerfahndung, Zeugenaussagen belegen. Baba Saad macht eure Söhne Steuern zu zahlen. Ich wurde verraten von den Leuten, die mal Brüder waren, der nun. Guck mal, das ist normaler, guck mal. Das ist normaler straighter Deutschrap, G-Rap. Auf Deutsch. Geiler Beat. Bruder, du musst einfach Kopf nicken. Hör zu. Safi, das war's. Das ist nichts mit Autotune, Trap Flow. Der rappt hier ganz normal, hört sich aber trotzdem nice an. Das ist Oldschool-Rap, aber auf moderner Weise. Unnötiger Hass in ihren Köpfen nahm die Überhand. Wenn du ihm vertraust, gehst du leer aus. Glaubst, gehst du leer aus. Die Kripo vor dem Haus, denn die Lage, sie sieht ernst aus. Ich entkam mit dem blauen Auge vor dem. Wallah, der gefällt mir mit Anzug und so. Das hat Stil, sage ich euch ganz ehrlich. Wallah, vielleicht macht er noch ein paar Lips klar. Oh, nach Iftar. Und wieder einmal habe ich keine Aussage gemacht, doch das Urteil ist gefallen, der Hammer hat geschlagen. Schwere Steuerhinterziehung, Money von der Straße. Ich würde mich nicht wundern. Wow, diese Stelle war auch krass, wie der Beat so. Und der Flow. Money von der Straße. Der Hammer ist gefallen. Oh, Scheiße, Alter. Boah, ich habe mies viel gegessen, deswegen, Bruder, ich fühle mich gerade richtig schwer. Ich fühle mich, ob ich euch einen Eulen gedreht habe.
weil der Scheiß mich hinter Gittern bringt. Denn die Leute singen viel, wenn sie am Zittern sind. Und da kommen mir diese YouTuber mit Falschaussagen. Das ist wie Dana White macht Tyson eine Kampfansage, Baba sagt. Ja, weil ich liebe das, wenn der ein bisschen kitzelt. Wallah, ich liebe das, wenn der kitzelt, ja. Wir reden in der Szene, gibt es Trommelwirbel, aber wir sind gerade, bleib Halunke, bis die Sonne stirbt. Heucheln beieinander rum, ich kenne ihr System, denn sie lügen und versuchen meine Legacy zu nehmen. Eure Wer hätte das gedacht, dass vor 2 Jahren, das gab mal so Gerüchte, dass Saad auf wieder mit Bushido so Musik macht, ne? Der hatte, glaube ich, seine Karriere beendet, wenn ich mich nicht irre. Wer hätte das gedacht, dass Saad wieder zurückkommt? Und es fühlt sich so gut an und ich glaube für seine Fans oder für seine Fanbase, die den hört, das ist einfach wieder so Freude, so du hörst wieder Saad, so neue Musik und so. Super, spielen eine Rolle vor der Kamera und rücken mich ins falsche Licht, obwohl es alles anders war. Und das sage ich nicht, weil ich es anders sehe, doch ich hatte andere Probleme, die mein Leben auseinandernehmen. Dieser Flow, ich liebe den. Ich liebe den. Und stell dir mal vor jetzt, stell dir mal vor, Hannes und Matthias. CCN 5. Mit Saad und Bushido. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das wird alles. Oh mein Gott. Alle sagten, rede mit der Öffentlichkeit. Doch mein Gewissen sagte, nur schlag ihre Köpfe nicht ein. Höre Stimmen in meinem Kopf, kann ich schlafen in den Nächten, Hurensöhne. Sie verwechseln gerade sein mit. Der Beat ist auch böse. Der Beat ist auch böse, Alter. Das ist so ein kranker Deutschrap, Gangsterrap. Richtig asozialer Beat, ja. Die. Schon wie die Libanesen auf mich gucken. Boah, wenn du jetzt als Mädchen da vorbeigehst, Willi, die tut mir leid. Lügen vor der Presse mit paar heftigen Geschichten. Kommt ein Album, werden kurzerhand paar Rechnungen beglichen. War vom Kopf her am Ende, weil mein Körper nicht plagt. Nächte im Krankenhaus, ein Saad kam dem Burnout zu nah. Ein Saad kam dem Burnout zu nah. Oh Mann, wir brauchen. Habt ihr mal seine EP gehört? Ich weiß jetzt nicht die EP, wie die hieß. Ich hab den Namen vergessen, aber die EP war sehr, sehr nice. Der muss wieder so ein Album droppen. So ein Album wäre nicht schlecht, ja. Doch ich nahm die Beine in die Hand und rannte weiter, denn die Sonne explodiert, bevor der blonde Libanese scheitert. Keiner hat geholfen auf dem Weg zu meinem Lebenstraum. Ich kam auf die. Oh, der blonde Libanese, der muss das immer erwähnen. Und das ist ein Sentence. Das gehört zu Saad dazu, ja? Das gehört dazu. Beine und baut ein Unternehmen auf. Ich nahm keine Hilfe an, hab weiter gedacht, um sagen zu können, ich habe es alleine geschafft. Dafür war ich wieder Nächte wach, mein Kopf war am Ende. Doch ja, Bruder, ja, das ist. Das ist so ein Song, der rappt der straight, ohne Hook, ohne das, einfach straight Rap Master. Wieder ein bisschen von sich erzählen. Dank hat sich dieses Blatt noch gewendet, kein Hype, keine Reichweite, dafür waren die Kunden echt, denn die Qualität von MBM hatte sich durchgesetzt. Ich wollte nie wieder sein in dieser alten Zeit, auch gerade. Ja, Bruder, der hat gut Business gemacht. Ich gönn dem Bruder alles von Herzen. Alles von Herzen. Wieder Lehrgeld in der jüngeren Vergangenheit. Ausgenutzt von Freunden, ich bin fast von meinem Weg gekommen. Doch die weiteren Details erfahrt ihr dann im nächsten Song. I like it. Diese, der lässt uns jetzt auf Cliffhanger mäßig. Bruder, ich sag euch, ich werde jetzt wirklich nichts Negatives sagen. Ich feier Saad übelst. Baba Beat, gut geflowt. Ich kann mir den sein einfach geben. Checkt auf jeden Fall Saad Ragnarök ab. Perverses Lied, sage ich euch ganz ehrlich. Ihr wisst doch, euer Delman. Peace out.